Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Ratgeber. Heute geht es um den Entsafter von iCork. Wenn du noch nicht genau weißt, ob dieser Entsafter für dich die richtige Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Ratgeber sehr gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, um dir deine Kaufentscheidung bestenfalls noch zu vereinfachen. Außerdem werde ich dir auch das Amazon-Angebot zum Entsafter unten in der Videobeschreibung verlinken, damit du überhaupt weißt, wovon ich hier spreche. Für Anfänger des Bereiches Entsafter, wozu braucht man so ein Küchengerät überhaupt? Nun ja, viele Leute denken sich, sie können sich ihren Saft doch ganz günstig einfach im Supermarkt erwerben, der kostet da ja nicht viel Geld. Das stimmt, aber da muss man wirklich auf die Inhaltsstoffe achten. Denn gerade wo jetzt Gesundheit immer mehr in den Fokus rückt, haben eben viele Menschen bemerkt, okay, in den Säften im Supermarkt wird meistens, nicht immer, aber ziemlich oft mit viel Zucker und Konservierungsstoffen gearbeitet, ja. Und für die eigene Gesundheit und Vitalität ist das in vielen Leuten ein Dorn im Auge, weswegen sie sagen, hey, ich mache mir meinen eigenen frisch gepressten Saft. Hier kann ich mir die Zutaten selber aussuchen und genau das unterstütze ich natürlich auch sehr. So, um das zu machen, brauchst du aber natürlich auch einen hochwertigen Entsafter. Bei diesem Modell gefällt mir das Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich gut. Ich bin der Ansicht, dass du hier einen wertigen Entsafter mit einer guten technischen Ausstattung zu einem fairen Preis bekommen kannst. Was für einen Entsafter du dir kaufen sollst, hängt natürlich immer von deiner Situation ab. Ein Student, der sich mal ein paar gesunde Fitnessdrinks machen möchte, kommt auch mit einem kleineren Modell gut aus. Wenn du jedoch eine ganze Familie mit frischem Saft versorgen möchtest, wäre es in der Tat angemessen, vielleicht ein etwas teureres und größeres Modell zu erwerben. Bei diesem Modell kann ich natürlich nur das Preis-Leistungs-Verhältnis bewerten und das wirkt auf mich fair. Ich finde, du bekommst hier einen guten Entsafter zu einem fairen Preis. Aber auch das ist letztendlich abhängig von der individuellen Bewertung. Da mach dir bitte auf jeden Fall selber noch ein Bild zu diesem Entsafter, bevor du eine Kaufentscheidung triffst. Du willst ja auch lange Zeit deine Freude an dem Küchengerät haben. Auf mich wirkt die technische Ausstattung hier wirklich gut, für den Preis vor allem. Man könnte auch noch ein paar Wörter über das Design verlieren. Das Design ist in meinen Augen wirklich eher so ein zweitrangiger Faktor. Ganz einfach deswegen, weil, naja, die technischen, funktionalen Aspekte stehen bei so einem Küchengerät in meinen Augen einfach im Vordergrund, ja. Deswegen ist mir das Design nicht so wichtig. Ich würde aber trotzdem sagen, dass dieser Entsafter in die modernen Küchen hier passt, auf jeden Fall. Also den brauchst du jetzt nicht verstecken, wenn Besuch kommt oder so. Nein, ganz im Gegenteil. Ich finde ihn sogar ganz schick. Aber auch das ist natürlich wieder eine Ansichtssache. Naja, nochmal eine kurze Zusammenfassung. Das Preis-Leistungs-Verhältnis von diesem Entsafter gefällt mir gut. Deswegen kann ich in der Tat eine Kaufempfehlung aussprechen. Das Amazon-Angebot zum Entsafter werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Auf der Angebotsseite von Amazon kannst du dir sämtliche Produkteigenschaften noch einmal in Ruhe und Frieden anschauen. Außerdem wartet dort auch schon die eine oder andere Kundenrezension auf dich. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir einen wundervollen Tag. Alles Gute, ciao.